Jeden Tag sind unsere Ferienreporter unterwegs, stellen für Sie ein spannendes Ausflugsprogramm zusammen und probieren die Touren selbst aus. Denn wir empfehlen nur weiter, was wir vorher getestet haben. Unser heutiger Tipp kommt aus Unterfranken, genauer gesagt aus Volkach im Landkreis Kitzingen. Zu Wein und Sonnenschein kommen wir jetzt. Für die Kombination müssen Sie nicht erst nach Italien fahren. Es gibt exzellenten Frankenwein und im Landkreis Kitzingen werden regelmäßig Temperaturrekorde aufgestellt. Allerdings liegen Sie hier nicht den ganzen Tag in der Sonne, sondern machen aktiv Urlaub auf dem Main. Unterfranken-Reporter Harald Möginger mit unserem Ferientipp aus Volkach. Der Altmain, ein echtes Paddlerparadies. Naturbelassen und ohne große Schiffe. Denn die fahren hier bei Volkach auf einem eigenen Kanal. Auf dem Altmain kann man sich deshalb auch einfach mal treiben lassen und den Blick auf die Weinberge so richtig genießen. Einfach total schön, mal auf dem Wasser unterwegs zu sein, so ein bisschen die Natur von der anderen Seite zu sehen, direkt am Main zu sein, die Füße ins Wasser zu halten, im Boot zu sitzen, sich treiben zu lassen, den Vögeln zuzuhören, wie sie zwitschern. Das ist einfach sehr entspannend. Man sitzt im Grunde da und man hat kein Bedürfnis, irgendwie mal ins Handy zu gehen oder so, sondern man koppelt sich mal wirklich komplett von der Außenwelt ab, so einfach mal ein bisschen entspannen. Es ist einfach total genial hier. Startpunkt der Tour ist der bekannte Weinort Volkach. Von hier aus wird nach Sommerach gepaddelt. 8 Kilometer flussabwärts. Das ist gemütlich in 2 bis 3 Stunden zu schaffen. Die Tour ist deshalb auch für Anfänger bestens geeignet. Die Leute buchen online bis spätestens am Vorabend um 23:45 Uhr nachts, checken bei uns am Counter ein, kriegen dann ihr Boot, ihre Ausrüstung, ihre technische Paddeleinweisung. Wir helfen denen noch, wenn es nötig ist, dass sie gemütlich und sicher ins Boot kommen und machen mit ihnen eine Abholzeit aus. Wer will, kann sich für die Tour den ganzen Tag Zeit lassen und den Fluss und seine Umgebung erkunden. Meist bei bestem Wetter. Schließlich befindet man sich in einer der wärmsten Regionen Deutschlands. Man kann einen schönen Ausflug machen, hat zwischendurch mehrere Haltemöglichkeiten, wo man dann einfach mal Sandburgen bauen kann, zum Eismann vorbeischauen. Und natürlich auch einkehren. Unterwegs oder auch am Zielort, zum Beispiel in den Gasthof zum Weißen Lamm in Sommerach. Die Kanuvermietung finden Sie an der Mainlände in Volkach. Startzeit für die Tour ist zwischen 10 und 15 Uhr. Erwachsene zahlen 30 Euro, Kinder 24. Inklusive Ausrüstung und Rücktransport. Die Region ist aber auch prima zum Wandern und Fahrradfahren geeignet. Überall gibt's Ausblicke auf malerische Orte. Typische Weinorte, das sehen Sie auch. Sie sehen überall diese kleinen Gassen, weil der Weinbauer musste im Gegensatz zur konventionellen Landwirtschaft nirgendwo mit seinen großen Maschinen reinfahren. Der konnte überall mit seinen kleinen Maschinen reinfahren. Deswegen haben Sie auch in vielen dieser Orte noch im Ortskern auch zahlreiche Winzer, die wirklich da noch ihren Keller haben, die da noch ihren Wein ausbauen, die da auch ihren Wein vermarkten. Eine Weinprobe ist also fast schon Pflicht. Deshalb besser das Auto stehen lassen. Übernachtungsmöglichkeiten gibt es schließlich genug, zum Beispiel in Volkach, Sommerach oder auch in Würzburg. Dort gibt's nämlich auch noch ganz viel zu sehen. Und noch ein Tipp von uns. Am besten fahren Sie auf dem Altmain unter der Woche, dann ist weniger los und Sie müssen nicht so lange warten, bis eines der Kanus frei wird.